Geballte Fußball-Action gab es dieser Tage zu bestaunen. Die Stadtmeisterschaften für die U13 und U15 fanden auf dem Schwechater Phoenixplatz statt. SW1 war für Sie mit dabei. Bei den Stadt- und Schulmeisterschaften im Fußball hatten die ehrgeizigen Spieler wieder einmal Spaß am runden Leder und am Teamspiel. Zwei Mannschaften haben gegeneinander gespielt. Sport NMS und Gymnasium. Frauenfeld hat ein bisschen ausgelassen diesmal. Ja, haben heute leider ausgelassen. Ist schade. Ich hoffe, dass sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Insofern gab es heute eben nur die Spiele zwischen der Sport NMS und dem Gymnasium, jeweils U13 und U15. Gute Spiele, das letztendlich doch mit vielen Toren. Das ist auch immer für die Zuschauer, die da waren. Das freut mich. Heute waren doch einige Eltern und Großeltern dabei, die Spiele beobachtet haben. Und haben ja tolle Spiele gesehen. Wie ist es bei euch, so ein Team zusammenzustellen? Ist das Engagement groß? Mehr oder weniger steht eigentlich der Kader. Von den älteren Klassen, das heißt zweite, dritte, vierte, kennt man schon die Kinder. Bei den ersten Klassen wird es dann natürlich interessant. Da wird man dann nochmal aussortieren, eventuell für die U13. Und sich die Spieler dann anschauen, die dann wirklich in Frage kommen. Ihr habt einen Sportplatz in Phoenixplatz, genau vor der Tür. Wird da oft gekickt? Natürlich, das bietet sich natürlich an. Wenn die Möglichkeit ist, gibt es auch vor den Turnieren so ein Sichtungstraining, wo sich die Mannschaft finden kann. Und da ist natürlich die Platzwahl hier direkt vor der Schule optimal. Und wir sind sehr zufrieden. Es ist auch meine erste Schulstadtmeisterschaft. Und ja, Bewegung ist wichtig für die Kinder und der Spaß soll natürlich im Vordergrund stehen. Und wenn man da einmal gewinnt und einmal den zweiten Platz erreicht, ist das super, ja. Das heißt, Sie sind auch Trainer von der Mannschaft. Wie stellt man so eine Mannschaft zusammen? Ist das schwierig oder wie ist das Engagement der Schüler? Ja, wir haben einen großen Kader eigentlich und während dem Sportunterricht schauen wir natürlich, wer ist fußballerisch talentiert, begabt. Und dann fragt man natürlich auch die Schüler, welche Positionen sie im Verein spielen oder welche Lieblingspositionen sie haben. Und dann stellt man einfach gemeinsam mit den Schülern praktisch die Aufstellung auf. Ich bewundere das ja immer. Mehrere Burschen spielen ja in Vereinen, viele vor allem auch hier bei uns in Schwechat und in Manswörth. Aber die spielen ja sonst nicht zusammen oder trainieren zusammen. Und ich finde es immer sehr bewundernswert, dass bei diesen Stadtmeisterschaften oder aber auch bei der Schülerliga diese bunt zusammengewürfelten Mannschaften dann doch sehr kompakt, sehr ordentlich mit tollen Spielzügen die Partie über die Bühne bringen. Wie und wann trainiert man dann für so ein Match? Ist da Zeit in der Schule oder geht das dann eher in die Freizeit? Der Hauptbestandteil ist natürlich die Freizeit. Aber natürlich kann man ein, zwei Wochen, bevor so eine Schulstadtmeisterschaft stattfindet, wenn man eine Doppelstunde hat, dass man praktisch dann in der letzten Stunde praktisch nochmal ein Match spielt oder so, dass sie sich dann darauf einstellen können. Und das heißt, im Unterricht kann man natürlich schon einige Vorbereitungen treffen. Wer den Siegern gratuliert, dankt im hohen Maße auch der Stadt, die ganz allgemein so hervorragende Bedingungen für den Sport geschaffen hat. Deshalb gehört Schwechat wohl zu den sportlichsten Sportstädten Österreichs. Welche Sportrichtung ist so für euch, für die Schule, die wichtigste? Ja, durch den Sportplatz natürlich die Leichtathletik, ein großer Punkt. Und auch im Schwimmbereich, weil Schwimmen lebensrettend ist, sind wir da sehr fokussiert darauf. Aber auch im Turnsaal Ballspiele bzw. Geräte und Bodenturnen sind natürlich auch da immer dabei. Schwechat ist Sportstadt, ich möchte das immer wieder betonen. Wir tragen die Stadtmeisterschaften schon sehr, sehr viele Jahre aus. Wir machen das in vielen Disziplinen, Schwimmen, Laufen, in der Leichtathletik, beim Fußball, also unzählige Sportarten. Das zeichnet uns aus. Wir sind sehr, sehr stolz darauf. Es ist auch ein Zusammenspiel zwischen der Stadtgemeinde, zwischen den Schulen, denn dort muss ja das auch in den Ablauf eingebaut werden. Aber das funktioniert wirklich perfekt und darauf sind wir stolz. Und die Begeisterung der Schüler, der Lehrer ist wirklich sehr, sehr groß und an und für sich sind immer ganz viele dabei.